Servus. Kongst du alter Nippelzuzler. Kannst ruhig reden mit mir. Es war eine Weile her, dass ich mit einem geredet habe, aber habe auch wieder mal aus dem Haus müssen. Auch der liebe Herrgott tratscht ab und an gerne. Was passiert da krass? Ich erscheine dir, Hansi. Das passiert. Eh, aber... Ja, eh. Aber was willst du von mir? Muss man jedes Mal was von wem wollen? Vielleicht wollte ich einfach wieder mal tratschen. Weiß nicht, ob du den alten Schinken gelesen hast. Aber mit Moses habe ich auch schon brennende Gespräche geführt, du. Lieber Gott, ich will ja nicht frech sein oder so, aber irgendwie brennt's hier nirgends. Ich meinte thematisch, du Fisch. Achso. Meinen Sie zu mitten in der Stadt am Baum, oh? Wirklich wie ein Brandstifter auf die? Nein, so habe ich's nicht gemeint, lieber Herrgott. Spaß, du Nippelzuzler. Was ist denn das für einer dort vorn? Der wirkt wie irgend so ein Gestörter aus den japanischen Wiegsäfteln. Was der? Hentai. Was eh? Kommen wir mal zum offiziellen Teil, lieber Hansi. Ich habe eine Warnung für dich. Pass auf die Strudel auf, lieber Hansi. Einmal drin ins Arm ist es ein Schaß, wieder rauszukommen. Weißt eh, Sogwirkung und so. Strudel im Wasser? Was zur Flucht wird nicht! Ich weiß, was du denkst. Das muss ein Traum sein, mimi. Nein, das ist pure Realität. Naja, obwohl ich technisch gesehen auch ein Traum bin. Weißt du, wenn man alles um nix ist, da kommt schon was zusammen. Ja, und dann wieder nicht. Egal, Fazit. Das ist echt und kein Traum. Servus, Papa und Bussi. Entschuldige, ich habe noch was zu erledigen. Na servus, Kollege, sind wir auch schon da. Hansi? Ich hab Gott getroffen. Ja, und was hat er gesagt? Ja, wir haben geredet und dann hat er mich gewarnt. Ist irgendwas abgefackelt? Abgefackelt? Naja, in der Bibel brennt ja auch ein Busch. Kannst du halt mit dem Wiener Feuer machen? Naja, brandschutztechnisch sollte das der liebe Gott schon hinkriegen. Eh, könnte man meinen. Aber stell dir vor, die Feuerwehr rückt aus. Und dann brennt es auf einmal nicht mehr. Dann müsste Gott sich ja quasi für einen falschen Einsatz verantworten. Dann brennt es wirklich wo. Ja, falscher Feuerwehreinsatz wäre unnötig. Aber Sintflut und Leute in Asche zu verwandeln und so, ist halt auch nicht gerade wirklich humanitäre Frontarbeit. Ja, stimmt schon. Auf Absaufen oder Schmerzen wäre jetzt auch nicht geschafft. Und auf so einer Arche hast du auch nicht so viel Platz, den du noch mit den ganzen Viechern teilen musst. Aber besser als Absaufen. Ja, Wasserleichen sind gründlich. Frag mich nur, warum sie Motten aufs Boot geschafft haben, aber Einhörner nicht. Vielleicht haben wir das Licht anlassen. Oder so ein Insektenfischschiss war an Bord. Na, aber jetzt erzähl mal, was der Big Boss so alles gesagt hat. Naja, geplant oder nicht? Theatralisch. Vor was denn? Ich soll mich vom Strudel nachdenken. Strudel? In der Donau? Das ist ja. Das ist ein Wahnsinn. Nur mal gestörte Leute in der Stadt. Ich
Entschuldige, ich hab noch was zu erledigen. Hey, was ist los? Musst du auf Seisen oder was? Hey, gescheißen. Heute am Abend viel Loch die Wischelbude. Passt eh noch, oder? Ja. Ja, Bruder! Ich weiß, was dir passiert ist. Mir ist dasselbe passiert. Er ist der gute Sinn. Auch mir ist der gute Sinn. Ich hab nur unterrieb. Ich hab seine Warnung ignoriert. Und. Versteh jetzt, der Strudel aus der Warnung. Ist kein Apfelstrudel. Oder irgend so ein depperter Sog in der Donau. Das ist die Spirale der schlechten Angewohnheiten. Der Eck ist groß, die Wichserei. Das ist der wahre Strudel. Checkst das nicht? Du bist die wahre Warnung. Na, Alter, der Strudel ist böse. Angewiesen, ich war obdachlos. Was? Gratuliere, Hansi. Du hast den Test bestanden. Alter, erschreck mich nicht so. Red ruhig. Was soll der Test heute? Ich verstehe, dass du Antworten suchst, lieber Hansi. Ich kann dir versichern, da bist du nicht alleine damit. Alle wollen sie antworten. Sorry, aber komm zum Punkt. Komm zum Punkt. Ich bin der Hansi und ich traue mich der Existenz selbst, Kommandos zu geben. Sorry, ich werde leicht effig, wenn man jetzt wieder redet. Also, wo du vorhin gesagt hast, dass die schlechten Angewohnheiten und der Schaß den Strudel repräsentieren, da hast du schon recht gehabt damit. Also habe ich mich heute komplett für nichts blamiert? Na, Sünden verkünden Sünden, lieber Hansi. Der Apfelstrudel war die Manifestation von der ganzen Schaß. Dein ganzes Laster hat's auf dich abgesehen gehabt. Das wird dann noch öfters passieren, Hanselein. Das macht euch Nippelzutzler aus. Aber wieso ich? Irgendein Trottel muss den Protagonisten spülen. I'm a fuck of my life. I'm a fuck of my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Yeah. Yeah, but you won't cry. Yeah, but you won't try. But you know I don't mind. Yeah, you know I don't mind. Yeah. Yeah, you better know that she never give a single fuck about me. Yeah, you better know that we ain't never gonna be together, I see. Yeah, you better wanna see her when I'm feeling like a drunk without a beat. But you dance so good, and I think it's kinda neat. What you know about love? What you know about life? What you know about blood? But you ain't even my type. Yeah, right.